Hallo Freunde, da bin ich wieder. Heute starten wir mal auf Präludien, denn wir sind immer noch auf der Suche nach den Triforce-Karten hier. Zwei, drei Stück haben wir schon. Heißt uns, falsche Karte, uns fehlen noch weitere fünf. Tingles-Karte, Wahnsinnskarte. Genau, da ist das Zeug drauf. Ja, die Karte von Präludien. Beziehungsweise die Karte, die sich auf Präludien befindet, fehlt uns noch. Und die wollen wir uns erstmal besorgen. Dazu brauchen wir aber nicht die Ritterwappen, sondern das Dekoblatt. Ha, idyllisch hier. Und das Schwert. Endlich. Hat es wieder die Kraft, das Böse vom Antlitz der Welt zu vertreiben. Was uns ja schon abermals... Aber, ja, ne, Wortkotze. Was uns ja schon so oft gesagt wurde, wollte ich sagen. Ja, gab's hier noch irgendwas an großartigen Nebenmissionen? Mir fallen jetzt gerade keine ein. Außer Schweine graben zu lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Was haben wir da? Achso, okay. Böser Schild. So, sind diese komischen Viecher noch hier? Die Sneevils, wie ich sie nenne, angeblich sind ja alle verschwunden. Alles weg. Keine Monster, gar nichts. Ach, wo Urlaub, wa? So, und wir müssen jetzt... Ihr seht es da hinten vielleicht ganz klein. Ich zoome mal ran mit unserem schönen geliehenen Fernrohr. Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Right, mit dem Dekoblatt, aber vorher mit dem Lied des Windes. So, ja, Westen, ja, kommt hin. Kommt hin, kommt ganz, ganz grob hin. So, dann, guten Flug. Mann, ja, du, dich, ja, dich kennen wir schon. Müssen wir nur noch ankommen. Sicher. Zumindest halbwegs. Ja. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Reicht auch genau bis vor den Stein. Aber ich wollte gerade mal gucken, ob wir hier... Ja, Petkin. Dann wollen wir noch mal gucken, was sich hier unter dem Steinkopf befindet. So. Ja, zwischendurch hört man mich mal rumklicken, damit ich gucke danach, ob noch alles so läuft, wie es soll. Und das ist, muss ich mal sagen, einer meiner Lieblings... Ja, wie nennt man das? Karten-Dungeons. Weil, man hier so viel kämpfen kann. Was steht denn hier auf dem Stein drauf? Verwunschener Irrgarten. Jener, der du den goldenen Splitter suchst. Eine Karte zu ihm ruht in den Tiefen der Finsternis. Ja gut. Das Loch ist finster, da gehen wir mal rein. Klingt tief. Haha. Das waren jetzt aber alle, ja. So, an sich war das jetzt noch nichts Beeindruckendes. Deshalb geht es jetzt eine Stufe höher. Ach. Diese finde ich voll nervig, weil die dann immer so hier ganz hinterrücks stemmen. So, also bei denen musst du mal aufpassen, dass du eine Wand im Rücken hast. Also wie in Köln, ne? War nur ein Witz mit Köln, also, ne? Nicht zu ernst verstehen. Und... Bam! Da hat er noch einen zweiten Schlag gebraucht. Quasi ein Nachschlag. So. Genug der schlechten Witze. Auf in den Kampf. Glibber! Von rundherum.
Weg. Und du auch. Na, weg. Und du auch weg. Und das war's. Ah. Hat sich da noch einer versteckt? Ich glaube es nicht. Wie man sich so erdreisten kann. Wird mir nicht verständlich. Nee, nee. Bats. One hit. Und kommt noch einer. Hopp. Ich frage mich, warum Link das im ersten Dungeon nicht konnte. Also zumindest hatte ich da irgendwie nie die Option, da so gezielt zuzuschlagen. Hopp. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Und noch weiter in die Tiefe. Ach, jetzt gibt es hier schon Gegner-Kombos. Da ist noch eine Fledermaus. Und ich finde, für mich sind das Sneebels. Also wer das Pokémon Sneebel kennt, ich sage das jetzt nochmal, hat irgendwo Ähnlichkeit. So, damit, da gehe ich jetzt mal auf Distanz. Bei Lust abzufackeln habe ich hier eher weniger. Oh. Und batz, 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 batz. Das war's. Ist auch ein schöner quasi Dungeon fürs Kampftraining. Denn es wird nicht einfacher. Und batz. Double Kill. Das war's. Das war's. Jetzt haben wir sogar auch mal im Dunkeln gekämpft. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn all die Fackeln ausgegangen wären. Hä? Naja, man wird es wohl nie erfahren. Bam, bam, bam. Na komm. Aua. Aua. Warum haust du deinen Kollegen, Mann? Hä? Es geht doch. Das waren jetzt gerade echt nur zwei Stück. Ist ja lächerlich. Hab gerade mal ein Dreiviertel Herz verloren. Das ist doch gar nichts. Ich will ein bisschen gefordert werden hier. Achso, jetzt haben wir erstmal quasi Refreshing Room. Wo es auch komischerweise Rubine gibt. Was das mit dem Refreshing zu tun hat, weiß ich eigentlich so nicht. Und so. Mit frischen Rubinen sind wir jetzt gewappnet für den Rest dieses... Ja, was ist das? Der Höhle. Hoch. Zack. Und zack. Und zack. Oh. Und das... Ne, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Bam. Bam! Aha! Ich habe das jetzt bisher noch nicht so beobachtet, aber können nur die Grünen von der Decke fallen oder können das die Roten auch? Na, wo bist du? Hat vier Stück jetzt? Das ist doch lächerlich. Ich verlange nach mehr. Ach komm. Aua. Und ba. Und zack. Und ma. Pack. Na? Das. Ich mache denselben Fehler immer wieder. Gibt's doch nicht. Zack. Und damit wäre diese Ebene auch abgeschlossen.
Zoom. Und gerade bei solchen Sachen frage ich mich, verhungern die Viecher da drin nicht? Kommt da regelmäßig jemand zum Füttern, oder wie darf man sich das da vorstellen? Ich meine, es ist dunkel. Die Karte wurde hier vor... Ja, lass mich lügen. Vor Jahrhunderten, Jahrzehnten vergraben. Und diese Monster drin. Wie ernähren die sich da? Essen die sich... Och du. Och nö, komm. Aua, aua, aua. Nicht euer Ernst, Leute. Nicht euer Ernst. Das ist ja, Viecher sind somit die ich am meisten hasse. Ja, kann man mir das irgendwo, kann irgendwo nachvollziehen, ne? Ach, das geht ja noch viel schneller. Ach, das ist ja schön. Ende? Nein. Ende. Im Gelände. Und nächste, jetzt müssen wir eigentlich uns so langsam dem Götterturm nähern. So von der, von den Gegnertypen her. Muss man sagen, echt kreativ hier mit den Töpfen. Wie der da drin hockt. Man wird einem doch nach einer Zeit langweilig, wenn man hier jahrelang auf irgendeinen Gegner wartet, oder nicht? Zack. Na komm, so. Im Entgegenlaufen. Zack. Das dürft's gewesen sein. Ja, das ist es gewesen. Wenn ich gut bin, schaffe ich das sogar noch innerhalb dieser Folge. Aber nur, wenn ich mich jetzt richtig anstrenge. Zack. War's das? Ah ne, da ist ja noch einer. Kollege! So, lass mich rein! Lass mich rein, lass mich runter! Je nachdem, was am sinnvollsten ist. Ah! Ah, komm! Na komm. Ja, einfach zu schwer für die super guten Attacken. Na komm. Bist immer noch da. Geh mal weg. Gott sei Dank muss ich mir die ganzen kleinen Dinger nicht auch noch umbringen, weil die immer weghüpfen, wenn man was macht. Und man versucht die anzugreifen und dann werden die quasi vom Windstoß weggetragen. Nochmal Refreshing. Oh, die hat 50 Rubine dabei. Die lassen mir auf keinen Fall entgehen. Geld! Rubine! Her damit! Irgendwie haben wir auch im gesamten Let's Play bisher ziemlich wenig eingekauft. Jetzt so mal von Bomben her gesehen. Hallo? Och nö. Ach komm. Nicht die. Nicht die. Nein. Was kann man da noch? Ja. Huch. So. Das ist für die quasi so ein Instant-Kill, aber naja. So. Wenn die eingefroren werden, ist für die Ende. Finde ich jetzt so gesehen extrem praktisch, aber naja. Dürften die wohl nicht so toll finden. Oh. Dafür brauchen wir jetzt aber keine Oberpfeile hier so. Zack, zack, zack. Und jetzt alle in einem Schlag, wa? Aua. Hopp.
So, explodiert, meine Freunde, explodiert. Ich danke.